Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bulletstorm. Sechster Akt, Kapitel 1. Papa bringt euch hier raus. Da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Und wir starten auch direkt wieder durch. Hört auf zu trödeln. Es ist noch ein weiter Weg bis zum Untergrund. Den Untergrund? Die einzige Möglichkeit, durch den Sturm zu kommen. Serrano. Schnauze. Mann, dieser dumme General hat das letzte Mal einfach Trishka vom Haus runtergeschmissen. Dieser Penner. Und das Problem ist, er ist tatsächlich unsere einzige Karte hier raus. Das heißt, wir müssen dem folgen. So leid es mir tut. Es gibt hier überall Arbeiterzugänge in den Untergrund. Gleich im nächsten Gebäude da drüben ist einer. Nehmt die Brücke. Wer hat unter der Stadt gearbeitet, dass sie so viele Zugänge gebraucht haben? Ich informiere euch schon, wenn ihr irgendwas wissen müsst. Ja, am liebsten würde ich ihm eine Kugel in den... Was? Ach, ich glaube, Schlüssel der Ulysses, deaktiviere die Bombe und schaffe es. Und, ja. Am liebsten würde ich dem Kugel eine... eine Kopf in den Hirn... dem Kerl eine Kugel in den Kopf drücken. So. Notausgang. Ich finde das, ich kann es nur so oft betonen, dass ich das Setting bzw. das Grafikdesign und wie alles hier aufgebaut ist, so mega genial finde. Aber das habe ich ja. Das glaube ich nicht. Beenden Sie die Revolte. Wenn Sie sich ergeben, werden Sie mit den verbleibenden Besuchern evakuiert. Schnauze, Newsport. So, 500 Skillpoints obendrauf. Die können wir natürlich immer gebrauchen. Oh, das hört sich nicht so gut an. Und das soll auch, glaube ich, Wasser darstellen. So Lavalampenmäßig. Sieht geil aus. Oh, was haben wir denn hier noch? Ich will da... Kann ich da nicht... Wie kann ich da... Da ist eine... Ah! Gefundene Flaschen, 4 von 2... Hä? Okay. Ja, ist okay. Gut, ich stelle jetzt im sechsten Akt fest, dass es doch mehr Secrets gibt, als ich dachte. Also in so versteckten Räumen. Aber okay. Zurück! Hör auf zu flennen, Sushi-Bixer! Solange du irgendwas Solides zwischen dir und diesem kosmischen Chaos hast, kann dir nichts passieren. Wow. Der ist mal dezent unter uns eingeschlagen. Und das sieht heftigst aus. Ein Glück, dass wir noch nicht nach draußen müssen. Da haben wir eine Versorgungskapsel. Und vielleicht Glück. Nein, okay. Ach, Quatsch, wir haben die Ladung ja schon. Ich bin noch ein bisschen neben der Spur, sorry. Dann machen wir mal das hier. Machen wir mal das hier. Und das hier. Und das hier und das hier. Und oh Gott, ist die teuer. Da fehlt uns aber noch ein Ladungsupgrade. Genau so. Das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Und dann haben wir das auch vorerst mal. Kann man da runter? Wenn ich jetzt da runter springe. Okay. Ah, ich kann gar nicht, okay. Ich hätte es ausprobiert. Freiwillig. Okay, ihr Freaks, ihr wollt mich, könnt ihr haben. Was passiert wohl, wenn ich die... Ausbruch. Nehme ich. Ah, Graffiti. Ah.
Na komm her! Erwischt! Ich schätze, da unten erwartet uns noch viel Schlimmeres als das, was wir hier oben erlebt haben. Mach dir nicht gleich in die Hose, Schätzchen. Habe ich dich wirklich so schlecht ausgebildet? Du hast uns zu verfickten Mördern gemacht. Du hast uns gar nicht ausgebildet. Im Sinne... Was noch mehr Kunden? Immer her mit euch! Was zum... Oh. Na, komm her. Bam! Was? Nein! So viel Schaden hatte ich doch jetzt wirklich noch nicht. Ja. Naja. Da wollte ich ihm eine Detonation draufjagen. Das ist noch viel Schlimmeres als das, was wir hier oben erlebt haben. Mach dir nicht gleich in die Hose, Schätzchen. Habe ich dich wirklich so schlecht ausgebildet? Du hast noch mehr Kunden? Immer her mit euch! So, jetzt muss ich aufpassen. Erstmal das Kleinzeug weg da. Alter! Okay, ich habe so die Befürchtung, dass hinter mir gerade irgendein Objekt ist, was mir sehr viel Schaden macht. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Dass ich von dem Miniboss so viel reingedrückt kriege, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich schätze, da unten erwartet uns noch viel Schlimmeres als das, was wir hier oben erlebt haben. Dir nicht gleich in die Hose, Schätzchen. Habe ich dich wirklich so schlecht ausgebildet? Du hast noch mehr Kunden? Immer her mit euch! Ja, okay, gut. Ich bin die ganze Zeit hier in das Stromding reingelaufen. So, ich will ihn jetzt nur nicht instant töten. Zwar Schaden machen, aber... Bam! Schleudertrauma! Aber zu eurem Glück habt ihr ja einen konföderationssanktionierten General bei euch, der euch beschützt. Und ich dachte schon, wir sitzen hier mit einem psychopathischen Kriegsverbrecher fest, dem man mal das Maul auswaschen sollte. Und wer soll das machen, Junge? Du etwa? Lass mich nur kurz meine Seife nachladen. Ja, würde ich sehr gerne machen, mein lieber General. Na komm. Au. Hässlicher blinde Wut. So. Alles alle. Munition für die Shotgun nehmen wir natürlich gerne. Ach, das ist die. Mhm. Gut, wir sollten auf jeden Fall nicht irgendwie an die Dinger rankommen, die... Ah! Torpedo. Das war knapp. Moment. Verbrennung. Was ist das? Wow, das nenne ich groß. Oh oh. Wow! Okay. Und komm. Fick dich! Ah, kleinen Moment, was hat er denn da? Leute, ich glaube, das ist unsere letzte Waffe. Hohohohohoho. Geiler Shit. Ich will den ersten Gegner haben. Jetzt.
Na komm. Irgendein kleiner Hampelmann, bitte. Ja, genau, du kommst mir gerade recht. Alter! Ischi! Meine Fresse! Huhuhuhu! Verdreht und Ausbruch! Hahaha, ist das Ding geil! In der Boot! Kann ich nicht schleudern! Alter! Ich freue mich schon auf die Ladung von dem Teil. So, Röntgen mal 2. Alter! Oh! Okay, der hat ja gar nicht gesessen, ey. Na komm. Ab mit dir. Tschüss. Ischi, neben dir. So. Das war der Kollege. Und da haben wir noch einen. Alter. Und tschüss. Der Grund für die Mutationen auf dieser Welt? Hey, vielleicht aus wie ein Reiseführer? Deine teuflischen Schiffsaugen sehen doch nicht besonders gut, was? Doch so ein rassistischer Spruch und ich schmeiß dich in den Sturm. Ah, ein armseliger Bluff, meine kleine Geisha. Okay, dann müssen wir runterrutschen. Ja. Hilft ja wohl nix. Au. Alter! Da, wie sie sich immer nachteleportieren. Das ist... Ich hätte gerne mal eine Versorgungskapsel. Das muss ich schon mal sagen. Einmal eine Rutschgefahr. Alter. Okay. Ich wollte ihn da hinten noch mitnehmen und nochmal einen Röntgen-Skill schaffen, aber... Damit war wohl nix. So, blinde Wut haben wir nochmal. Und, den kriegen wir gar nix. Nicht mal 10 für einen Kill. Ich hätte gern Munition für das Ding hier. Tschüss. Oh. Schnauze! Oh. Nein! Nein, keine. Nein, wirklich! Ja! Alter, ich hab doch... Hier hinten! Na, geht doch! Und zack! Alter, ohne Witz! Der lebt immer noch. Jetzt würde ich gerne mal das ausprobieren. Ich weiß noch gar nicht, ob das ein Skill ist, aber... Oh! Amos, Touchdown! Wunderbar. Habe ich mir schon fast gedacht, das wäre... Genau, ein Minibus durch die Detonation getötet. Das hat uns noch gefehlt. Ah, und einen töten Miniboss betreten, genau. Einen betäubten Miniboss in den Hintern treten und ihm dann da in selbigen hineinschießen.
Und das mit dem mit der Wucherung am Arsch des Burnouts haben wir auch noch nicht geschaffen. Geschafft. Alter, was ist heute los? Ich kann nicht reden, ey. Naja. Wow.